Ich bin Koordinator der Leitlinie für maligne Eierstockstumoren. Das ist eine Aufgabe, die sich entwickelt hat aus der Arbeit der Arbeitsgemeinschaft für gynäkologische Onkologie, der Kommission Ovarialkarzinom, die sich seit über 16, 17 Jahren schon mit diesem Thema befasst hat und eigentlich so eine, ja, ich sage jetzt mal, eine Gruppe der ersten Stunde ist, was Empfehlungen angeht, was dann das Übergehen in Leitlinien unterschiedlicher Niveaus bis zum S3-Niveau bis zur Entwicklung einer Living Guideline sich entwickelt hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz besonders ist. Parallel dazu gibt es eine sehr intensive Studiengruppenaktivität in Deutschland, auch parallel eigentlich, auch seit fast 15 Jahren, sehr intensiv auch international beachtet. Und diese Gruppe gemeinsam mit der Kommission hat sich auch sehr früh schon um Qualitätssicherung bemüht, freiwilliger Basis, außerhalb der externen Qualitätssicherung. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil es geschafft wurde, in der Community eine Sensibilität für Leitlinien, für Zertifizierung. Das Mammakarzinom ist sicherlich mit dem Brustzentrum eine der Vorreiter gewesen. Und das weiterentwickelt auf die Strukturen des gynäkologischen Krebszentrums mit der Entwicklung von Indikatoren und weil die Leitlinie auf S3-Niveau jetzt für die gynäkologischen Tumoren die älteste ist, auch schon mit Ergebnissen konfrontiert ist und die möchte ich gerne mit Ihnen gemeinsam diskutieren. Warum ist das Ovarialkarzinom interessant für qualitätssichernde Maßnahmen? Wir haben eben gehört, dass der GBA sehr viel Arbeit investiert in die Bewertung neuer, moderner Technik, moderner Verfahren, Protonentherapie, Kohlenstoffionen etc. Sehr wertvolle Therapien mit dem entsprechenden Zusatznutzen. Aber ich will Ihnen zeigen, dass das Ovarialkarzinom ein Beispiel ist, wo handwerkliche Expertise, das simple Aussuchen von Therapien, die vielleicht in einer Leitlinie, ich sage immer, das ist die Leitlinie des Ovarialkarzinoms, können Sie auf einen Bierdeckel zusammenfassen, die gesamte medikamentöse Therapie. Und an der Stelle hängt das Überleben unserer Patienten noch gar nicht so sehr von den neuen Entwicklungen, den neuen Medikamenten ab, sondern nur von der Ausrichtung anhand einer Empfehlungsstruktur, die sehr, sehr gut umgesetzt werden kann, mit dem Überleben korreliert. Und an der Stelle steigen wir ein. Ich muss Ihnen vielleicht so ein bisschen diesen Zyklus gar nicht mehr demonstrieren. Der Zyklus ist aber noch nicht ganz komplett. Das ist eine Abbildung von Frau Kopp von der AWMF, weil wir natürlich den Zugriff auf die Überlebensdaten aus den Registern noch nicht flächendeckend haben. Das heißt, wir können punktuell mit Überlebensdaten antworten, müssen aber weitestgehend mit Indikatoren und Surrogaten arbeiten. Und das nehmen Sie bitte sozusagen mit auf die Reise, wenn ich versuche, aus den Daten der zertifizierten Krebszentren zu den Daten der externen Qualitätssicherung nochmal den Bogen spannen will. Mit den Daten, die wir jetzt schon haben, können wir im Prinzip Einblicke gewinnen, die möglicherweise wirklich konkret für das Überleben von unseren Patienten eine Rolle spielen. Ich will Sie jetzt nicht mit hässlichen klinischen Bildern, sagen Sie mal, belasten, aber ich muss Sie alle ein bisschen zum Experten für das Ovarialkarzinom machen. Das Ovarialkarzinom ist eine Erkrankung, die weitestgehend im fortgeschrittenen Stadium entdeckt wird. Über 75% von unseren Patienten sind fortgeschrittene Patienten. Nur der kleinere Teil ist sozusagen in einer frühen Situation gefunden worden. Und das ist flächendeckend international so. Das liegt anhand der Erkrankung, an der Biologie. Das heißt, wir haben kaum eine Möglichkeit der Früherkennung. Umso mehr ist es wichtig, wie und auf welchem Level die Behandlung abläuft. Die Krankheit ist selten. Und von einer seltenen Erkrankung spricht man, wenn ein niedergelassener Kollege eine Erkrankung nur einmal im Jahr sieht. Mit einer Inzidenz von knapp 7200 Fällen ist das Ovarialkarzinom sicherlich eine seltene Erkrankung. Unsere niedergelassenen Kollegen sehen vielleicht ein Karzinom pro Jahr. Also bleibt es selten. Und wenn wir von den frühen Karzinomen reden, von denen wir nachher gleich reden werden, umso seltener. Umgekehrt ist die Sterberate sehr, sehr viel höher. Das heißt, diese Krankheit ist trotz ihrer Seltenheit sehr gefährlich und was die Therapie angeht, ist dort im Prinzip eine hohe Expertise gefordert. Deswegen nehme ich Sie mit, nicht in das finsterste Mittelalter, sondern in das Jahr 1972. Das ist jetzt nicht irgendwie Urzeit. Und hier ist ein Zitat aus dem New England Journal über die Überlebensraten des Ovarialkarzinoms und da ist Room for Improvement. Wir gehen zum damaligen Zeitpunkt aus von Überlebensraten bei fortgeschrittenen Stadien, allein chirurgische Therapie von 1%. Ich habe das hier mal aufgezeichnet aus dieser Publikation, OP alleine, OP in Strahlentherapie und Chemotherapie. Bei fortgeschrittenen Tumoren, den 3- und 4er-Stadien unten rechts, finden Sie knapp 7%. Das heißt, wir reden von einer hochtödlichen Erkrankung, wo der Raum nach oben, was Überlebensverbesserung angeht, enorm ist. 40 Jahre später, die Daten aus den derzeitig verfügbaren Registern, sehen Sie, dass für über alle Stadien wir knapp bei 40% gelandet sind.
Das ist aber keine Marge, auf der wir uns ausruhen können. Das ist im europäischen Schnitt im Prinzip gerade mal das Mittelfeld. Es gibt nur wenige Länder, die da drunter liegen, aber es gibt ein paar, die da drüber liegen. Und das kann nicht unser Ziel sein, sozusagen in einem der entwickelsten Gesundheitssysteme dort sozusagen im Mittelfeld zu schwimmen. Das liegt aber an einem extremen Heterogenität der Behandlung und das schreit geradezu nach einem Rahmen, der festlegt, wie therapiert werden soll. Und ein ganz, ganz entscheidender Punkt, der für das OVR-Karzinom vielleicht völlig outstanding ist, die Marge des Therapieergebnisses hängt von sozusagen von Prognosefaktoren ab, die wir beeinflussen können. Natürlich ist es in der Onkologie schwierig. Sie haben einen Tumor, vielleicht das Mammakarzinom, das wird von der Onkobiologie extrem geprägt. HER2-Neu-Überexpression können Sie als Operateur nicht beeinflussen. Beim OVR-Karzinom ist es anders. Das ist ein Bild von Fleiderer aus Freiburg, wo er vor über 40 Jahren vermutete, dass ein Operationsergebnis mit dem Überleben korreliert. Heute ist das ein Standard, das weiß jeder. Wie exakt, wie ausgedehnt operiert wird, hängt im Prinzip 1:1 mit dem Überleben ab. Das Zweite, die Auswahl der Chemotherapie hängt auch vom Überleben. Sie können auch Standardtherapien und Sie können außerhalb des Standards behandeln. Und damit haben wir zwei beeinflussbare Risiken, die handwerklich oder von der Expertise geprägt sind. Ich will nur anhand eines Stadiengruppe das zeigen, weil daran kann ich das eigentlich am besten schon zeigen, wie mit kleinen Handgriffen ein enormer Faktor eingefügt wird. Das ist das Ausmaß des operativen Stagings des frühen Karzinoms, weil um ein frühes Karzinom zu definieren, müssen Sie es so ausgedehnt gestaged haben, dass Sie es wissen. Das komme ich gleich nochmal zurück. Und der Einsatz einer adjuvanten Therapie, die ja sehr, sehr leicht ist, weil eine einfache Monotherapie ohne großen Nebenwirkungsprofil im Prinzip hier ohne zusätzliche große Belastung einen enormen Effekt entfalten kann. Ich will Sie jetzt nicht mit Stadien belasten, aber um ein Stadium 1 festzulegen, und das ist beim OVR-Karzinom eine Besonderheit, müssen Sie mikroskopische Aussaat im gesamten Abdomen, das Stadium 3A2, ausschließen. Und das können Sie eigentlich nur, indem Sie ganz simple Proben irgendwo nehmen. Da brauchen Sie kein großer Operateur für sein. Aber das ist entscheidend für das, was ich nachher zeigen will. Und der zweite Punkt ist, fortgeschrittene Tumoren, auch im Stadium 3, können Lymphknotenmetastasen haben. Werden Lymphknoten nicht entfernt, können Sie auch gar nicht beweisen, dass es sich um ein Stadium 3 handelt. Das nur als Hinweis. Das Stadium selber, das Krankheitsbild, sieht ganz anders aus als das große Bild, was Sie eben gesehen haben von den Tumoren. So sieht ein Stadium 1 aus, vielleicht ein 1C1 bis 2. Das ist mit ein bisschen Aszitis, aber die Eierstöcke sehen völlig normal aus und im Bauch ist praktisch nirgendwo Tumor zu sehen. Hier ist ein Skill operativ, was Staging angeht, gefordert. Ich definiere hier mal vorab schon mal einen kleinen weichen Standard. Wenn Sie das definieren wollen, was gemacht werden muss, ist, dann müssen Sie natürlich die Eierstöcke entfernen. Sie müssen auch Proben entnehmen. Sie müssen vielleicht auch Netzgewebe entnehmen. Sie müssen vielleicht auch Lymphknoten entnehmen, weil Sie sonst gar nicht wissen, dass es ein Stadium 3 ist. Und das Stadium 3, das fortgeschritten hat, ein schlechteres Überleben und braucht eine Kombinationschemotherapie, vielleicht sogar auch Antikörper etc. 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 Das alles steht natürlich in der Leitlinie. Da komme ich aber gleich noch drauf. In der Literatur wissen wir aber seit über 20 Jahren, dass wenn Sie hier, und hier ist das nur mal gezeigt für Blindproben, ganz simple kleine Gewebeproben aus der unauffälligen Oberfläche, das korreliert mit dem Überleben. Warum? Weil wenn Sie in diesen Blindproben natürlich Tumor nachgewiesen haben, mikroskopisch, dann ist es ein Stadium 3a und hat damit ein fortgeschrittenes Stadium mit einer anderen Therapie zufolge. Also müssen Sie diese Maßnahme machen, um überhaupt zu wissen, dass es sich um ein Stadium 1 handelt. Und da kommen wir wieder auf die Leitlinie. Das sind zwei Überlebenskurven auf klinischen Studien, auf die will ich gar nicht so sehr eingehen, aber die haben zum Hintergrund, dass die Patienten entweder optimal gestaged sind oder nicht sind. Das ist aber Basis in einer Untersuchung, die wichtig war für die Einführung der Chemotherapie vor über 15 Jahren für das frühe Stadium. Und wenn Sie hier sehen, Patienten mit optimalen Staging und Patienten ohne optimalen Staging, die nur observiert worden sind, ist der Überlebensunterschied 20%. Warum? Weil in der einen Gruppe waren fortgeschrittene Stadien drin, in der anderen nicht. Und das macht 20% Überleben letztlich als Folge. Und in der einen Gruppe sind die Patienten untertherapiert worden. Und so etwas können Sie mit Leitlinien sehr, sehr gut beeinflussen. Das will ich Ihnen zeigen. Was die Chemotherapie angeht, das ist auch der gleichen Untersuchung, es ist auch sehr einfach. Mit meistens einer Monotherapie kann in diesem frühen Stadium, das ist der Standard jetzt mittlerweile seit über 15 Jahren, das Überleben verbessert werden. Und das sind jetzt zwei ganz, ganz wesentliche Faktoren, die wir in einer Leitlinie empfehlen können und anhand von Indikatoren überprüfen können.
Und deswegen brauchen wir eine Erfassung der Ist-Situation, wie in Deutschland therapiert wird. Und das ging der Leitlinie zuvor. Das ist eine freiwillige Maßnahme von vielen Therapeuten. Sie sehen hier die Versorgungsstrukturen und die Versorgungsstruktur der Teilnehmer an dieser Freiwilligen. Es sind von 861 Kliniken, die im Jahr des Herrn 2012 in Deutschland am Ovaler Karzinom beschäftigt sind, letztlich nur ein Teil, zwei Drittel an dieser freiwilligen Qualitätssicherung teilgenommen haben. Und die Struktur ändert sich natürlich ein bisschen was die Verteilung angeht. Letztlich ist es so, dass wir von der Inzidenz natürlich nicht alle Patienten erfassen können, aber wir können trotzdem einen Teil erfassen. Aber was Sie in dieser stichpunktartigen Kohorte sehen, die jeweils im dritten Quartal des Jahres durchgeführt worden ist, dass sozusagen die Expertise und das Volume unterschiedlich verteilt sein können. Und Volume ist hier nicht gleich mit Expertise zu setzen, aber Sie sehen schon, dass es sehr große Unterschiede gibt. Auch hier dieser Standard, den habe ich eben schon mal erwähnt. Und wenn Sie jetzt diese Punkte einzeln abhaken, dann sehen Sie im grünen Bereich, dass der Standard, auch inklusive einer Therapie für die Staging-Operation, im Jahr 2001 gerade mal bei einer einstelligen Prozentzahl eingehalten worden ist. Das hat dazu geführt, dass wir sehr intensiv geschult haben, und das machen wir natürlich noch sehr viel intensiver durch die Einführung von Leitlinien und die Einführung von Zentren, wo so etwas umgesetzt wird und geprüft wird und auditiert wird. Und Sie sehen, dass das bis 2012 angestellt wird. Die Daten, die aus den letzten drei Jahren kommen, die werden erst nächste Woche vorgestellt. Aber Sie sehen schon, dass da etwas sich getan hat. Aber wenn der Standard noch nicht mal in der Hälfte der Patienten eingehalten wird, bei Teilnehmern der freiwilligen Qualitätssicherung, dann gibt das zumindest zu denken und Platz nach oben. Hat das was mit dem Überleben zu tun? Sie sehen hier auch, welche Faktoren wichtig sind und welche vergessen werden. Dann sehen Sie, dass zum Beispiel Peritoneal-PEs ohne irgendeine operative Fertigkeit in 27% noch im Jahr 2012 nicht gemacht werden. Oder das Entnehmen einer Spülzytologie, das heißt ein bisschen Flüssigkeit, ein bisschen Wasser in den Bauch geschüttet und wieder entnommen, in 20% nicht gemacht. Und letztlich, Dinge, die vielleicht operativ ein Problem sind, die sind sozusagen in einer gleichen Art und Weise nicht gemacht. Und das führt letztlich zu einer Unterstaging und falschen Stadien und einer nicht stadiengerechten Behandlung. Und das hat, das sehen Sie hier, Konsequenzen für das Überleben. Standardbehandlung versus Nicht-Standard. Und hier ist nicht eine 50.000 Euro teure Behandlung mit einem neuen Molekül der Unterschied, der zu diesen 10% Überlebensunterschied gefordert hat, sondern nur das Einhalten einer zufällig, sehr einfach und schnell zu lesenden Leitlinie, die Deutsche Krebsgesellschaft zur Verfügung stellt. Und da sind wir jetzt bei dem Thema Implementierung von Leitlinien und Überprüfung, ob diese Indikatoren, die daraus resultieren, umgesetzt werden. Das ist eine amerikanische Publikation, das sehen alle, das ist beim Ovarialkarzinom international bekannt. Natürlich kann man sagen, leitliniengerecht therapierte Patienten sind halt die besseren, weil sie einfach fitter sind für eine Leitlinie. Ich will Sie aber so weit überzeugen, dass Sie auch mit nach Hause nehmen, dass Leitlinien auch was für ältere Patienten und für nicht fitte Patienten sind und auch für nicht fitte Behandler. Das sind die Leitlinien, die es dazu gibt, mittlerweile auf dem S3-Niveau. Wir haben jetzt eine Ära 2013, 2016. 2017 kommt jetzt eine jährliche Aktualisierung zustande. Das heißt, ab 2016 sind wir übergegangen zu jährlichen Aktualisierungen, die auch sehr schnell in entwickelnden Prozessen gerecht werden. Wir haben dazu auch parallel Patientenleitlinien. Die sind teilweise zum jetzigen Zeitpunkt sogar weiter und schneller entwickelt gewesen als die eigentliche Therapieleitlinie. Und in dem Dauerzyklus wird es jetzt in einen jährlichen, denke ich, idealen Rhythmus kommen, der immer einzelne Kapitel ganz weit nach vorn bringt, aber die Literatur immer aktuell hält. Gehen wir in die Leitlinie rein, dann finden Sie den weichen Standard, den ich eben gezeigt habe, finden Sie wieder, natürlich sehr viel detaillierter, und Sie sehen hier, dass es sich hier trotzdem auch manchmal nur um eine konsensbasierte Empfehlung handelt, weil es dazu natürlich keine randomisierten Studien gibt, aber aus diesen Indikatoren, die mit einer sehr starken Empfehlung verbunden sind, ist standardisiert nach einem Protokoll ein Indikator entwickelt worden. Und das ist immer dann entwickelt worden, wenn es eine Bedeutung für das Versorgungssystem hat. Dabei kann nicht jede starke Empfehlung umgesetzt werden, weil es natürlich abhängig ist von der Klarheit der Definition und vor allen Dingen von der Indikatorausprägung und der Beeinflussbarkeit. Und zum Schluss kommt natürlich die Evidenz- und Konsensbasierung und natürlich auch noch die Einflüsse von Fehlsteuerung hinzu. Wenn wir das alles berücksichtigen, kondensiert sich das auf eine nahezu zwei Hände voll von Indikatoren aus einer Leitlinie, die sicherlich mit 80, 90 Empfehlungen ausgeht.
Und dann finden Sie hier so einen Indikator und der fasst ganz exakt zusammen, was wichtig ist für die Staging-Qualität eines Ovarialkarzinoms. Das ist relativ einfach. Das Qualitätsziel ist möglichst häufig das operative Staging und natürlich wenig sozusagen von Patienten, die eben das nicht haben. Und dann gibt es für die systemische Therapie auch eine klare Empfehlung. Da ist es nämlich so, dass Patienten mit einem Stadium 1c oder G3, Sie sind jetzt keine Experten, aber nehmen Sie mir das einfach ab, dass die auch eine Chemotherapie brauchen. Sie haben die Daten eben gesehen, 10% Überlebensunterschied. Und daraus entwickelt sich, wenn die Patienten 6 Zyklen enthalten haben, und hier ist ein Indikator, der nur sollte hat, der kommt natürlich nicht in so eine Empfehlung rein. Trotzdem Empfehlungen, die extrem wichtig sind. Sie können anhand dieses einzelnen, simplen Indikators abschätzen, ob Patienten 10% länger leben oder nicht. Und diese Indikatoren werden jetzt in den zertifizierten Zentren überprüft. Und daraus gibt es natürlich Auswertungen. Die liegen jetzt schon vor. Die sind natürlich jetzt noch nicht mit Überlebensdaten verbunden, aber das ist ein kurzer Schritt dorthin. Was wir natürlich auch wissen müssen, ist, dass nicht alle Patienten in Deutschland in zertifizierten Zentren behandelt werden. Das ist natürlich wünschenswert. Warum auch sozusagen immer jetzt aber erst 40% sind, liegt natürlich an der Inzidenz, an der Flächendeckung, vielleicht auch was auch immer. Aber ich werde gleich nochmal bei der externen Qualitätssicherung dazukommen, um Ihnen einfach mal die Bandbreite zu zeigen, die sicherlich sehr ernüchternder ist als das, was ich Ihnen jetzt zeige. Diese Qualitätsindikatoren, die wir jetzt haben, sind die Auswertung aus den gynäkologischen Krebszentren. Das ist eine sehr, sehr ehrliche und offene Darstellung. Die Auditoren gehen diesen Indikatoren nach und wir gehen auch den Begründungen nach. Und hier sehen Sie den Indikator für operatives Staging. Und den lassen Sie sich bitte einfach mal auf der Zunge ein bisschen zergehen, weil das ist sozusagen schon die Spitze von unseren besten Zentren, die Sie hier sehen. Und wie sieht der Indikator aus? Sieht der so aus wie die HER2-Neubestimmung beim Mammakarzinom, die bei 98% aller Patienten durchgeführt wird? Das ist sie nicht. Und das ist die Begründung. Nehmen Sie einfach den letzten Satz. Die Nichtdurchführung des operativen Stagings wurde genannt. Durchführung extern, kann ich verzeihen, unauffälliges Peritoneum. Welcher Operateur kann mikroskopisch beurteilen, dass sein Peritoneum unauffällig ist? Beim mikroskopischen Nachweis einer Metastasierung in einem unauffälligen Peritoneum haben Sie ein Stadium 3A2. Fortgeschrittenes Stadium braucht eine Kombinationstherapie etc. Das ist keine adjuvante Therapie bei hochdifferenzierten Tumoren. Auch dort kriegen Patienten eine Chemotherapie in zertifizierten Zentren Deutschlands. Ich werde das bewusst auch ein bisschen mit einer gewissen sozusagen und so zornigen Unterton demonstrieren, weil es kann ja nicht sein, dass in unseren besten Zentren sozusagen die Therapie nicht hundertprozentig durchgeführt wird. Die Begründung hier ähnlich, Sicherheitsbedürfnis der Patienten. Das kann man verstehen, aber es bringt dem Patienten nichts. Hier ist sicherlich auch notwendig, dass dann reagiert wird im Rahmen des Qualitätszyklus, um nachzubessern. Und das ist das nächste Kapitel. Auch hier geht es darum, dass platinhaltige Chemotherapien durchgeführt werden. Auch hier die Begründung, es gibt Patienten, die es einfach ablehnen. Hohes Alter kann für eine sehr, sehr schonende Therapie keine Begründung sein, es nicht durchzuführen. Das sind an der Stelle nur Hinweise, dass der Qualitätszirkel geschlossen werden muss. Diese Daten werden zurückgespiegelt in die Kommission, in die Auditoren und das wird vor Ort diskutiert. Und wir kennen das aus dem Disease Management des Mammakarzinoms. Wir haben alle mit Indikatoren angefangen, die so aussahen. Und nach einer Entwicklungszeit von ungefähr knapp 5 bis 10 Jahren war in allen zertifizierten Zentren und allen Disease Management Krankenhäusern die Indikatoren so, wie sie sich gehört. Das ist ein Prozess, wo wir lernen. Aber an der Stelle ist es, glaube ich, richtig gewesen zu beginnen. Und jetzt will ich Ihnen zeigen von Daten, die es normalerweise gar nicht gibt, denn das SGB-5 sieht diesen Indikator nicht vor. Das sind jetzt Daten aus der externen Qualitätssicherung, weil in der externen Qualitätssicherung, das wissen die Gynäkologen hier sozusagen im Raum, wird Operationen am Adnex erfasst, nicht mit dem Ziel, die Therapie des Ovarialkarzinoms zu überprüfen, aber sie erfassen die und sie erfassen auch die maligne Diagnose, sie erfassen das Tumorstadium und sie erfassen die OPS-Schlüssel, die durchgeführt worden sind. Und schon sind wir bei einer Qualitätssicherung gemäß der S3-Leitlinie für das frühe Ovarialkarzinom. Wir haben das mal für Hessen durchgerechnet. Das Problem ist, dass Sie, wenn Sie sagen wir mal, mit seltenen Diagnosen arbeiten, unter Umständen Daten poolen müssen. Wir betrachten hier Jahres sozusagen Eingriffe gepoolt von 3 Jahrgängen, 13 bis 15. Und ich nehme jetzt mal die Daten unserer 70 Krankenhäusern aus Hessen. Davon sind 13 zertifizierte Zentren. Und Sie sehen hier, es geht bei dem Stadium 1 bis 3a, 3a ist der mikroskopische Nachweis, um 436 Patienten, die wir innerhalb von 3 Jahren in diesen ganzen sozusagen Häusern gesehen haben. Und das sind alles immer Patienten, die im Prinzip die Histologie C56 haben und damit ein Ovarialkarzinom. Und wir haben ein ganz, ganz niedriges Setting jetzt schon als Standard definiert, nämlich die Entfernung des Tumors,
Die Hysterektomie fakultativ, weil es nicht bei allen sein muss, aber die Lymphadenektomie und die Omentektomie. Es liegt daran, dass natürlich Peritoneal-PEs noch nicht gefordert waren zu dokumentieren, aber die Omentektomie ist natürlich auch für die Patienten und für das Stadium natürlich relevant. Und das kommt dabei raus. Das heißt, nicht in ganz 100% der Patienten werden die Adnexen eingegriffen. Da kann man immer noch sagen, da wurde organehaltend operiert. Die Hysterektomie spielt jetzt keine Rolle. Aber die Lymphadenektomie deckt sich im Prinzip mit den Daten, die wir aus den Anfängen der Qualitätssicherung der Freiwilligen gesehen haben. In 20% der Patienten wird eine Lymphadenektomie beim frühen Stadium des Ovarialkarzinoms durchgeführt. In den Jahren nicht Mittelalter, nicht 1972, sondern hessenweit zwischen 2015 und 2017. In gleicher Weise sind wir beim Omentektomie. Die Omentektomie wird nicht kodiert in 60% der Fälle, obwohl sie stadienrelevant ist. Das Ganze in Anlehnung an diese Waterfall-Kurven für die, und hier sehen Sie nur die Häuser mit über 10 Fällen. Und da müssen Sie schon, wenn Sie die Struktur der Kliniken in Hessen sich überlegen, über 10 Fälle in 3 Jahren, das ist schon ein Krankenhaus der größeren Dimension, das sind auch einige von unseren zertifizierten Zentren, die 13 Häuser müssen auch darunter sein. Das deckt sich wiederum mit der Qualitätssicherung, die nach und nach in den zertifizierten Zentren eingeführt werden. Aber was Sie hier noch sehen, ist, dass es Krankenhäuser gibt, die genau einen einzigen Patienten in 3 Jahren behandelt haben. Und wenn Sie an der Stelle das Netz nicht rausnehmen, ist das 100% falsch gewesen. Warum machen die das? Das ist die Frage. Kein Krankenhaus überlebt, weil sie in 3 Jahren einmal eine Patientin sozusagen behandelt haben. Aber die Patientin wird es nicht überleben, wenn sie einmal in ihrem Leben falsch behandelt worden ist. Und das ist letztlich die ganz wichtige Kernaussage, warum Leitlinien so wichtig sind, warum es vielleicht beim Ovarialkarzinom gerade so wichtig war. Und wir können es hier sogar messen, zählen und fühlen. Und anhand des Überlebens werden wir hinterher auch noch die Konsequenzen mit unseren Patienten und in den Zentren diskutieren müssen. An der Stelle bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und stehe für die Diskussion zur Verfügung. Danke.